Ich spreche heute über Sprachvielfalt und Moralität im interkulturellen Vergleich. Dafür nutze ich verschiedensprachige Formulierungen von Entschuldigungen, wobei wir sehen werden, dass wir die Entschuldigung hier in ganz große Anführungszeichen setzen müssen. Nämlich englischsprachig, deutschsprachig auf der einen Seite und auf der anderen das Japanische. Und da wir hier zwei sehr, sehr unterschiedliche Kulturen vor uns haben, werde ich auch ganz kurz auf die Begriffe Scham- und Schuldkultur eingehen, die ja eine gewisse Tradition haben, nämlich ein koloniales Erbe, um genau zu sein. Die Kulturanthropologin Margaret Mead hat diese Begriffe geprägt und sie hat Scham und Schuld unterschieden mit Hilfe einer scheinfreudschen Unterscheidung zwischen äußeren und inneren Sanktionen. Das heißt, sie hat behauptet, Scham brauche externe Zuschauer. Während Schuld sich dagegen aufgrund eines internalisierten und selbsttätigen Über-Ich auch dann bemerkbar machen würde, wenn es gar keine Zuschauer gibt. Und ganz in diesem Sinne hat auch ihre Kollegin Ruth Benedict das japanische Moralsystem beschrieben. Und zwar hat sie dieses japanische Moralsystem als eines beschrieben, das alleine von der öffentlichen Meinung abhängen würde. Hinter dieser Beschreibung steht ein Ideal, nämlich das Ideal von Benedicts und Meads eigener Kultur. Und das ist das Ideal der moralisch autonomen Person, deren Gewissen sich von selbst meldet und die nicht der Meinung anderer, sondern ihrer eigenen praktischen Vernunft folgt. Das ist zum einen ein Ideal, das in Schuldkulturen keineswegs gelebt wird, wie wir gleich sehen werden. Zum anderen handelt es sich dabei auch um ein verführerisches Ideal. Maria Sibylla Latta hat es sehr schön auf den Punkt gebracht. Sie schreibt, wir glauben, dass wir für das und nur für das moralisch verantwortlich sind, für das wir uns frei entschieden haben. Wir wissen, dass in der Antike und anderen Kulturen anders gedacht wurde, können uns dies aber irgendwie nur mit einem Mangel an klarem Denken erklären. Und genau das ist das koloniale Erbe. Mead und Benedict machen deutlich, dass wir eine andere, eine interkulturelle Philosophie brauchen, wie sie zum Beispiel von Ramal beschrieben wurde. Ihm zufolge muss die Perspektive aus der eigenen Kultur auf die fremde Kultur ergänzt werden, sodass wir eine mindestens vierfache Perspektive bekommen. Nämlich muss sie ergänzt werden durch die Perspektive der fremden Kultur auf meine eigene und jeweils die selbstreflexive Perspektive der jeweiligen Kultur auf sich selbst. Damit das Ganze jetzt funktioniert als interkulturelle Philosophie, ist es sinnvoll, wenn diese vier Perspektiven in permanentem Austausch miteinander stehen. Wie kann das funktionieren? Im Idealfall funktioniert das Ganze im direkten Dialog. Wenn ich wissen will, wie ein Japaner die Zeit wahrnimmt, muss ich einen Japaner fragen, wie er die Zeit wahrnimmt. Da das aufgrund der Sprachbarriere nicht immer möglich ist, im direkten Dialog diesen interkulturellen Austausch zu bekommen, können wir auch sprachliche Zeugnisse unter die Lupe nehmen, beziehungsweise kulturelle Zeugnisse, und so die fremde Kultur auch in gewisser Weise zu Wort kommen lassen. Und wenn wir die sprachlichen Formulierungen von Entschuldigungen unter die Lupe nehmen, dann sehen wir, dass die Unterscheidung, die Mead gemacht hat, nach inneren und äußeren Sanktionen eigentlich umgekehrt sinnvoller ist, wenn überhaupt. Denn ist es nicht so, dass wir gerade in der schuldkulturellen Praxis auf externe Schuldzuweisungen angewiesen sind? Ich würde behaupten, dass diese Beschuldigung, diese externe Schuldzuweisung, auch wenn sie nicht ausgesprochen ist, in der Praxis des Entschuldigens immer zumindest mitgedacht ist. Lotta schlägt einen entsprechenden Scham- und Schuldkulturbegriff vor, der sinnvoller ist, der sich an moralischen Praktiken orientiert. Und diese Praktiken sind unleugnbar sehr verschieden. Wenn wir uns jetzt die moralischen Praktiken in Schuld- und Schamkulturen anschauen, dann sehen wir, dass in einer Schuldkultur Normverletzungen primär mit Hilfe von Beschuldigung interpretiert werden, wie Lotta schreibt. In der Schamkultur dagegen werden dieselben Normverletzungen primär mit Hilfe von Kategorien der Scham interpretiert. Was bedeutet das? Die Beschuldigung ist allozentrisch, das heißt, die Beschuldigung ist immer auf andere gerichtet.
Es ist eine externe Schuldzuweisung. Genau entgegengesetzt dazu ist die Scham immer egozentrisch. Wenn ich mich schäme, bin ich ganz auf mich selbst konzentriert. Und das entspricht auch genau den Emotionen, die mit diesen Begriffen verbunden sind, beziehungsweise mit der leiblichen Ausrichtung. Hege Landwehr hat das beschrieben. Wenn ich jemanden beschuldige, dann ärgere ich mich meistens auch über das, was diese Person getan hat. Also eine Person hat eine Normverletzung begangen, dann ärgere ich mich darüber, ich finde, das ist falsch, und ich gehe auf diese andere Person zu, ich zeige mit dem Finger sprichwörtlich auf diese Person, oder ich werde vielleicht sogar so wütend, dass ich das Gefühl habe, ich explodiere gleich und man mir das unter Umständen auch von außen ansehen kann. Das heißt, die Emotionen, die mit der Beschuldigung verbunden sind, beziehungsweise die leibliche Ausrichtung, ist, wie Landwehr schreibt, zentrifugal. Sie geht von mir, von meinem Inneren nach außen in die Welt, auf die anderen Personen. Und ganz passend dazu ist es bei der Scham nämlich genau umgekehrt. Scham, schreibt Landwehr, ist zentripetal. Das heißt, sie geht von der äußeren Welt auf mich. Was passiert, wenn ich mich schäme? Ich habe das Gefühl, mein Magen zieht sich vielleicht zusammen. Ich habe das Gefühl, mein ganzer Körper zieht sich irgendwie zusammen. Ich werde sprichwörtlich ganz klein mit Hut oder ich will sogar im Boden versinken. Das heißt, die Richtung geht von der Außenwelt auf mich so weit sogar, wenn ich das Bedürfnis vielleicht sogar habe, im Boden zu versinken, dass ich mich quasi in Luft auflösen möchte am liebsten. Das heißt, wir haben ja tatsächlich zwei Praktiken, die entgegengesetzt sind und auch die damit verbundenen Emotionen und die leibliche Ausrichtung ist auch jeweils entgegengesetzt. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Beschuldigung allozentrisch, das heißt immer auf andere gerichtet ist und die Scham immer egozentrisch auf die Person, die sich eben schämt, dann ist das ein Bild, was es sehr, sehr gut verdeutlicht und gleichzeitig ein Bild, dass auch die Praktiken in diesen verschiedenen Kulturen sehr, sehr schön verdeutlicht. Die drei Affen, die wir wahrscheinlich alle kennen, die es mittlerweile auch als Emojis gibt, kommen ursprünglich aus Japan. Und sie verdeutlichen nicht nur die Unterschiede zwischen den beiden Kulturen, zwischen Scham- und Schuldkulturen, sondern auch das, was passiert, wenn diese Kulturen aufeinandertreffen und sich mitunter missverstehen oder sich gegenseitig sozusagen uminterpretieren. In Japan stehen diese drei weisen Affen nämlich für eine gute moralische Haltung. Und hier sind sie an einem buddhistischen Tempel als Vorbild abgebildet. Die Idee dahinter ist, dass wenn ich nichts Böses höre, nichts Böses sehe und nichts Böses sage, dann tue ich auch nichts Böses. Das heißt, die moralische Reflexion ist hier auch auf mich gerichtet. Was muss ich tun, damit ich moralisch gut handle? Spannenderweise ist dieses Bild in Schuldkulturen genau ins Gegenteil verkehrt worden. Bei uns stehen diese drei Affen gerade für eine schlechte moralische Haltung, nämlich einen Mangel an Zivilcourage. Wir haben gerade schon etwas vom Galizischen gehört. Das ist ein Plakat aus Galizien, das finde ich sehr, sehr schön verdeutlicht, was wir mit diesen drei Affen verbinden. Das ist ein Plakat, das gegen Gewalt an Frauen mobil machen soll. Und ganz passend dazu schreibt Christopher Bennett, dass wir, er schreibt nicht wir in Schuldkulturen, aber letztlich ist es das, was er damit beschreibt, dass wir eine verurteilende Reaktion auf ein Unrecht, das heißt eine Beschuldigung des Unrechttuenden, moralisch als geboten sehen, weil wir uns andernfalls sogar der Komplizenschaft schuldig machen. Und das ist genau das, was dieses Plakat sagt. Es sagt nämlich, und du, was ist deine Meinung zur Gewalt an Frauen oder zur schlechten Behandlung von Frauen? Und natürlich ist das, was da zwischen den Zeilen steht, wenn du bei Gewalt an Frauen wegschaust, weghörst und nichts sagst, dann machst du dich mit schuldig. Das heißt, wir haben tatsächlich dieses Bild ins absolute Gegenteil verkehrt. Schauen wir uns diese Kultur, diese Schuldkultur etwas näher an, auf sprachlicher Ebene, dann haben wir in der Regel eine Beschuldigung oder einen Accuse und darauf folgt eine Entschuldigung und ein Excuse. Das Deutsche und das Englische sind hier sehr gut ineinander übersetzbar, finde ich, und sind relativ nah beieinander,
obwohl auch hier Unterschiede sind, die ich betonenswert finde. Das accuse, das englische accuse, kommt vom lateinischen accusare. Wortwörtlich heißt es eigentlich nichts anderes als einen Grund zu suchen. In diesem Fall wird ein Grund für ein falsches Verhalten oder einen Fehler, für etwas, was moralisch nicht in Ordnung ist, gesucht und benannt. In der Beschuldigung, in dem deutschen Wort, wird es noch deutlicher, dass ich, wenn ich jemanden beschuldige, dieser Person die Schuld für etwas zuschreibe. Ich nehme die Schuld und gebe sie sozusagen dieser Person. Austin hat das sehr, sehr anschaulich beschrieben, wie diese Praxis des Be- und Entschuldigens eigentlich funktioniert in seinem Plea for Excuses. Und er sagt, auf eine Beschuldigung gibt es zwei typische Reaktionen. Das erste ist die Entschuldigung und das zweite die Rechtfertigung. Spannend wird es, wenn wir uns anschauen, was da eigentlich genau passiert. Und das hat Austin bereits beschrieben. Wenn ich mich für etwas entschuldige, dann sage ich, dass die Handlung falsch war. Aber ich habe keine volle Verantwortung dafür, weil es zum Beispiel nur aus Versehen passiert ist, by accident. Ich sage zum Beispiel, es war falsch, auf die arme kleine Schnecke zu treten. Die ist jetzt platt. Das war nicht gut, aber ich bin ja nur aus Versehen draufgetreten. Spannend ist jetzt, dass im Fall der Rechtfertigung etwas ganz Ähnliches passiert, aber umgekehrt. Wenn ich mich für etwas rechtfertige, dann sage ich, ich habe die volle Verantwortung für diese Handlung. Ich bin mit voller Absicht auf die Schnecke getreten. Aber das war nicht falsch. Das war sogar gut. Zum Beispiel, weil Schnecken Schädlinge sind und man da eben rauftreten sollte. Interessant finde ich, dass das die beiden typischen Reaktionen auf eine Beschuldigung sind und was unterm Strich stehen bleibt. Denn in beiden Fällen bleibt unterm Strich stehen, dass ich keine volle Verantwortung für eine falsche Handlung übernehme. Einmal mit Betonung auf volle Verantwortung und einmal auf falsche Handlung. Eins von beidem lehne ich ein Stück weit ab. Die Grenzen unserer Sprache oder auch die Vorstellung, was wir eigentlich tun, wenn wir etwas sagen, das wird uns meistens in der Praxis so nicht bewusst. Wir können uns die Grenzen der Sprache bewusst machen, wenn wir versuchen, etwas auszudrücken, was in unserem Kulturraum einfach nicht üblich ist. Und spätestens, wenn wir, sei es durch Nietzsche oder auch durch Worf und die Hopi inspiriert, versuchen, so etwas wie Naturphänomene zu beschreiben, zum Beispiel eine Meereswelle oder einen Blitz, dann werden uns die Grenzen unserer eigenen Sprache fast schon schmerzhaft bewusst. Und das ist philosophisch auch sehr spannend, denn was haben wir in diesen Fällen? Wir haben subjektlose, reine Bewegung. Wenn wir jetzt versuchen, das Ganze grammatisch auch entsprechend auszudrücken, sehen wir, dass wir das nicht können. Denn im Deutschen und in den indogermanischen Sprachen generell gibt es einen Zwang zum Subjekt. Wir können keinen grammatisch korrekten, vollständigen deutschen Satz bilden ohne Subjekt. Und wenn wir von sowas wie Blitzen sprechen wollen, dann müssen wir zumindest dieses Hilfswörtchen es benutzen. Es blitzt. Nietzsche fragt dann, wer ist denn hier es? Das heißt, wir können das Phänomen, das uns vorliegt, ja, auch die Welle zum Beispiel, gar nicht adäquat beschreiben. Wir beschreiben die Welle so, als würde es sich um einen Tisch handeln. Oder sogar eine Person, die etwas tut, die Welle rollt. Wir können ja nicht mal sagen, wo die Welle anfängt und wo sie aufhört. Spannend ist es jetzt, weil auch moralische Phänomene sprachlich gefasst sind. Und daraus folgt, dass das, was in scheinbar fremden Moralsystemen ernst genommen wird, mitunter im eigenen moralischen Vokabular überhaupt nicht ausformuliert werden kann. Und das werde ich gleich einmal durchexerzieren. Nämlich am Beispiel von Entschuldigung. Wir haben hier das Englische und das Deutsche, excuse me und entschuldige, Entschuldigung, entschuldigen Sie. Und wir haben hier zwei Formulierungen aus dem Japanischen, shitsurei shimasu und noch etwas höflicher, moshiwake arimasen. Die werden in der Regel miteinander übersetzt. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel Japanisch lernen, dann lernen Sie, dass Sie, wenn Sie sich entschuldigen möchten, am besten shitsurei shimasu sagen. Das ist allerdings auch eine Formel, die gesagt wird in Situationen, in denen wir das gar nicht sagen würden. Man sagt das nämlich jedes Mal, wenn man zum Beispiel einen Raum betritt, in dem schon andere Personen sind.
sei das ein Büro, auch wenn ich einen Termin habe, wenn ich reinkomme, sage ich, Schätzelei Schimas. Ich sage das aber auch, wenn ich in einen Umkleideraum komme, in dem bereits Personen sind, oder, das ist ja spannend für uns, glaube ich, Schüler und Schülerinnen und Studierende sagen das, wenn sie in den Seminarraum oder Schulraum kommen. Jedes Mal. Wenn wir aber gucken, was da eigentlich genau steht und was wir tun, wenn wir das sagen, werden wir feststellen, dass es gerade nicht ineinander übersetzbar ist. Shitsurei Shimas heißt nämlich gerade nicht entschuldige. Denn was mache ich denn, wenn ich sage entschuldige? Meistens sage ich ja entschuldige, Ausrufezeichen. Ich formuliere einen Imperativ. Nicht nur auf grammatischer Ebene, sondern auch kontextuell. Ich formuliere eine Bitte oder sogar den Befehl an die potenziell beschuldigende Person, mich zu entschuldigen. Zum Beispiel, wenn ich zu spät komme. Entschuldige bitte. Ausrufezeichen. Und wehe, wenn nicht. Shitsurei Shimas heißt wortwörtlich, es ist unhöflich oder falsch, nämlich das, was ich tue. Wenn ich zum Beispiel in einen Raum trete, in dem schon Personen sind und die damit störe. Und Moshibake Arimasen ist wie gesagt noch eine Stufe höher. Das bedeutet wortwörtlich, es gibt keine Entschuldigung. Moshibake ist die Entschuldigung und Arimasen ist die Verneinung. Das heißt, die japanischen Formulierungen sagen eigentlich das Gegenteil von Entschuldigung, entschuldige mich und excuse me. Das heißt auch, dass für unsere englisch- und deutschsprachigen Entschuldigungsformeln, die sich ineinander übersetzen lassen, wir genau genommen gar keine Entschuldigungsformel im Japanischen haben. Wir haben aber außerdem noch eine moralische Praxis, für die wir keine Worte haben. Denn eine Entschuldigung liegt eben gerade nicht vor. Jetzt kommt ein kleiner Japan-Knigge. Was tun in einer Situation, in der ich mich entschuldigen sollte, wenn ich zum Beispiel zu spät zu einem Treffen komme? Erstens, niemals zu spät kommen. Zweitens, 10 Minuten früher heißt pünktlich, mindestens 10 Minuten früher. Wenn es aber jetzt doch passiert ist, was tun? Ein aufrichtiges, es tut mir leid, I am sorry. Nichts. Das, was wir nicht tun sollten, ist das, was in unserem Kulturraum gerade üblich ist. Es tut mir leid, aber der Bus war zu spät, ich stand im Stau, ich konnte meinen Schlüssel nicht finden oder. Das ist tatsächlich die gängige Praxis bei uns, würde ich sagen. Das ist mir erst so richtig aufgefallen, als ich aus Japan zurückgekommen bin. Und dieses Aber ist für uns, würde ich fast schon sagen, essentiell. Das geht sehr weit zurück, denn was tue ich, wenn ich sage, es tut mir leid, aber der Bus war zu spät? Ich mache genau dasselbe, genau genommen, was Agamemnon tut, wenn er von Achill beschuldigt wird. Und hier haben wir eine ganz wunderbare Illustration einer solchen B- und Entschuldigungsszene. Achill beschuldigt Agamemnon völlig zu Recht innerhalb ihres Wertekanons, weil er sich, kurz gesagt, völlig daneben benommen hat. Er hat ganz viele Normverstöße begangen und er räumt dann irgendwie ein, dass er diese Normverstöße begangen hat, aber, dann kommt ein riesiges Aber, es kommt ein ellenlanger Monolog, in dem er sehr, sehr umständlich und sehr fremd für uns wahrscheinlich das Ganze letztlich irgendwie auf die Götter schiebt. Selbst die Götter sind nicht perfekt, wie soll er denn dann perfekt sein? Das steht am Ende sozusagen unten drunter. Für uns wirkt das so, Lotta benutzt dieses Beispiel auch, als ob er sich rausredet. Wenn wir aber mal drüber nachdenken, tun wir doch nichts anderes, wenn wir sagen, es tut mir leid, aber ich stand im Stau. Wenn ich sage, es tut mir leid, aber ich konnte den Schlüssel nicht finden, dann schiebe ich es gewissermaßen auf den Schlüssel, auf den Hund, der den Schlüssel gefressen hat, auf das Schicksal, auf wen auch immer. Ich schiebe es ein Stück weit von mir weg. Ich bringe eine Apologie. Das heißt, ich bringe eine Rechtfertigung oder eine Verteidigung. Denn apologize heißt eigentlich sich vor Gericht verteidigen. Stattdessen könnten wir ja auch was anderes machen. Formal linguistisch schreibe ich mir mit Shitsurei Shimas die Verantwortung zu. Mit der Entschuldigung weise ich sie von mir. Ich könnte ja auch im Deutschen etwas machen, was dem Shitsurei Shimas näher kommt. Ich könnte zum Beispiel sagen, es tut mir leid, ich hätte die Anfahrt besser planen und einen Bus früher nehmen sollen. Dasselbe kann ich im Fall des Staus sagen, wo ich ja außerdem noch selbst zum Stau mit beigetragen habe.
Das heißt, ich habe ja eine gewisse Verantwortung dafür. Und natürlich bin ich daran schuld, wenn ich meinen Schlüssel nicht finden kann. So, also ein aufrichtiges, es tut mir leid, ich hätte es besser machen können. Wäre auch möglich. Das heißt, wir haben im Japanischen eine ganz, ganz andere Praxis, die auch anders sprachlich ausgedrückt wird. Und hier wird die fehlverhaltene Person selbst, steht sozusagen im Fokus, und sie selbst benennt dieses Verhalten, dieses falsche Verhalten, indem die Person sagt, shitsurei shimasu, es war falsch. Alle Formulierungen verweisen dabei auf die Übernahme der Verantwortung bzw. der Schuld. Es gibt keine Entschuldigung, also akzeptiere ich die Schuld. In Schuldkulturen ist dagegen die allozentrische Schuldzuweisung durch andere gegeben oder zumindest in der Entschuldigung implizit enthalten. Und interessanterweise fordere ich mit meiner Entschuldigung die Absolution ein. Was hier passiert, ist tatsächlich in gewisser Weise doppelt allozentrisch, würde ich sagen, denn entweder ich werde direkt von einer anderen Person beschuldigt, die sagt, entschuldige dich gefälligst, weil du zu spät bist. Dann sage ich, tut mir leid, entschuldige bitte. Und dann erwarte ich von der anderen Person aber doch auch, dass sie sagt, na gut, in Ordnung. Wenn das ausbleibt, werde ich mitunter sogar ein bisschen sauer. Ja, wenn ich zu spät komme und sage, es tut mir leid, dass ich zu spät bin, aber naja, der Bus war halt zu spät und so. Dann erwarte ich doch, dass das Gegenüber sagt, na gut. Insofern ist die andere Person hier enorm wichtig, würde ich sagen. Im Japanischen spielt sie überhaupt keine Rolle. Nicht nur, dass keine Beschuldigung von der anderen Person erfolgt, es wird auch gerade erwartet, dass die andere Person nichts sagt. Tatsächlich ist auf jedes Shitsurei Shimasu, was gesagt wird, wird erwartet, dass nichts folgt. Eine für uns tatsächlich sehr fremde Praxis, an die ich mich erst noch gewöhnen musste und immer noch muss. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele dafür, wie sehr das Verständnis von Schuld und Verantwortung unterschiedlich in unterschiedlichen Kulturen sprachlich manifestiert wird. Aber ich glaube, ein recht anschauliches. Vielen Dank. Als ob ich das geahnt hätte. Das ist eine Folie, die ich rausgeschmissen habe aufgrund der Zeit. Es gibt tatsächlich beide Begriffe in beiden Sprachen. Ja. Und was ich hier ganz spannend finde, ist, dass beide ambivalent sind. Also auch hier haben wir wieder dieses ganz deutlich zu sehen, dass die Kulturen nicht strikt zu trennen sind, sondern dass es in beiden Kulturen beides gibt. Aber die Konnotation ist jeweils sozusagen wieder entgegengesetzt. Bei uns ist Scham eine quälende Empfindung und es gibt auch so Studien, empirische Studien dazu, dass in Schuldkulturen Menschen so eine Art Übersprungshandlung machen, wenn sie sich zu sehr schämen, weil wir das nicht aushalten, weil das für uns so negativ ist. Also diese, und das ist aus dem Duden tatsächlich, eine quälende Empfindung ist Scham. Aber auch das Schamgefühl, was ja wieder für eine moralisch gute Person steht. Wer Schamgefühl hat, ist moralisch jetzt nicht der schlechteste Mensch. Das heißt, wir haben immer diese Ambivalenz. Bei der Schuld haben wir im Deutschen das Verantwortlichsein, also Lotta spricht da sogar von Sündenstolz. Also wer sich schuldig machen kann und schuldbewusst ist, kann sozusagen dann auch christlich gerettet werden oder ist eine moralisch gute Person. Ich finde diesen Sündenstolz ganz prägnant in dem Punkt. In Japan ist es tatsächlich ein bisschen andersherum. Scham wird dort eben verbunden mit dieser Haltung, zu wissen, was sich gehört. Also tatsächlich diese Affen, die so wegschauen und sozusagen auf sich selbst gucken und nicht auf die anderen. Während Schuld auch all diese Bedeutung hat, die wir im Deutschen haben, aber was ich hier so rot hervorgehoben habe, ist also das Kanji für Tsumi, für Schuld, Sünde, Verantwortung, ist dann in der Formulierung Tsumi-na. Verantwortungslos, grausam, herzlos, und das ist das, was als erstes Beispiel genannt wird. Also dementsprechend sind auch die Praktiken, also wenn wir beschämt werden innerhalb einer Schuldkultur, ist es für uns unerträglich. Also wir wollen uns nicht schämen, wir wollen das sozusagen nicht haben. Wir sind lieber schuldbewusst. Und wenn in Japan jemand beschuldigt wird, ist das genauso, glaube ich, eine quälende Empfindung, würde ich sagen, wie für uns die Scham.
Also ich finde gerade diese lexikalische Einordnung ganz spannend, auch weil die wiederum zeigt, dass beides immer ambivalent ist und dass es in beiden Kulturen vorkommt, aber eben die Gewichtung genau entgegengesetzt ist. Ja, das ist genau der Eindruck, den ich wahrscheinlich von mir selbst auch hätte. tatsächlich liegt es einmal daran, dass ich dem, was vielleicht so ein bisschen vorherrscht, was entgegensetzen wollte. Ich habe mit Studierenden auch darüber geredet, als ich aus Japan zurückkam, und dann haben wir darüber geredet, wie man sich dort verhält und so. Und die haben das dann als unterwürfig und auch nicht emanzipiert sozusagen. Also dass die, zumal Frauen sich dort immer noch höflicher verhalten als Männer, das tun sie bei uns übrigens aber auch, man merkt das nur nicht so. Also für Frauen gelten noch stärkere Höflichkeitsanforderungen, und das wurde dann alles immer sehr negativ gesehen. Und ich habe versucht zu zeigen, es ist eine Alternative, so ginge es auch. Und dann der selbstkritische Blick auf mich selbst tatsächlich, weil mir ist aufgefallen, dass ich mich auch immer herausrede, permanent. Und als ich aus Japan zurückkam, ist mir das wirklich auf den Nerv gegangen, dass alle das ständig gemacht haben, weil dort hat das niemand gemacht. Sei es Studierende, die erklären, warum sie die Arbeit später abgeben, sei es jemand, der mich auf der Straße mit dem Fahrrad anfährt, ist völlig egal, es kommt immer dieses Aber. Und teilweise werde ich sogar beschuldigt dann. Und das ist tatsächlich die Praxis, die wir einfach leben und über die wir nicht reflektieren. Mein Ziel ist es eigentlich, dieses Reflektieren zu erreichen und tatsächlich zu überlegen, was kann man aus beiden Kulturen Positives nehmen. Und ich kann in Japan nicht dauerhaft leben. Ich finde es schön, ein paar Monate, weil alle nett zu einem sind, alle einem anlächeln. Wenn man aber ein Problem hat, hilft einem niemand, weil es gar nicht verstanden wird, sozusagen. Und es hat mir irgendwann gefehlt, einfach mal jemanden anzuschreien. Ja, was ein schöner Abschluss.